the sky, the stormy sky. I watch up high and see the gray clouds floating by. The rain, the heavy rain, we have to wait until the sky is clear again. Why can't we fly, just you and I, just you and I, up in the sky? Just you and I, in peace and quiet as before. Oh when, just tell me when, the stormy sky will calm again. Als der Mensch den Himmel erobert hatte, führte er einen erbitterten Kampf um das Recht, auf den internationalen Luftstraßen frei reisen zu können. Dieses Grundrecht jedoch haben Terrororganisationen ebenso wie einzelne Erpresser ernsthaft gefährdet, indem sie feige Anschläge gegen unbewaffnete Männer, Frauen und Kinder unternahmen. Dieser Film ist der wahre Bericht über einen der vielleicht dramatischsten Versuche, den Luftterrorismus in seiner verbrecherischen Form zu bekämpfen. Am 8. Mai 1972 brachten vier palästinensische Terroristen eine Linienmaschine der Sabena auf dem Flug nach Tel Aviv in ihre Gewalt. Die Luftpiraten boten das Leben von 100 Passagieren und der Besatzung im Tausch gegen das Leben von 200 in Israel inhaftierten Terroristen an. Israel war hier die Zielscheibe eines Vorfalls, der der Welt klarmachte, dass Luftpiraterie bekämpft werden kann und bekämpft werden muss. Denn die Geschehnisse im Hintergrund dieser Geschichte begannen nicht auf dem Flughafen Lod, sondern lange davor an einem warmen Frühlingsmorgen in Beirut. Thank you.
Salam. Salam. Wo sind die Freunde? Sie sind da drin. Schließ zu. Salam. Jetzt kommen Sie endlich. Salam. Salam. Hast du den Plan festgelegt? Ja. Genau in diesem Moment befindet sich die Maschine, die wir dazu benutzen werden, bereits auf dem Weg. Wir erobern die Maschine auf dem Flug von Brüssel nach Tel Aviv. Wenn wir in Tel Aviv landen, werden wir sowohl die Passagiere als auch die Besatzung austauschen gegen 100 von unseren Brüdern, die zurzeit in israelischen Gefängnissen schmachten. Das Unternehmen kann nur auf dem Flughafen Lod stattfinden. Wir machen die Israelis zum Gespött in ihrem eigenen Land. Die werden unsere geliebten Brüder niemals freilassen. Weder 100 noch 5. Selbst nicht einmal einen einzigen Mann. Dann gehen wir noch weiter. Das ist genau das, worauf ich hoffe. Und ich sage euch weshalb. Wir werden der israelischen Regierung ein Ultimatum präsentieren. Entweder ihr entlasst unsere Brüder oder wir sprengen die Maschine. In diesem Fall wäret ihr verantwortlich für den Tod aller Passagiere und auch der Flugzeugbesatzung. In der öffentlichen Weltmeinung erscheint dann die israelische Regierung als kriminell. Das wäre die beste Propaganda, die wir uns überhaupt nur wünschen könnten. Aus diesem Grund werden Mokhtar, ebenso wie ich selbst, genauso wie Jasmina und Laila, die in Belgien und der Schweiz sind, wir werden unser Leben opfern. Wenn es euch gelingt, wird es ein Sieg werden. Und wenn ihr es nicht schafft, dann wird es ein Triumph. Je größer euer Opfer auch ist, der Lohn ist himmlisch. Verliere ich mein Leben bei der Sache, werde ich nur eines bereuen, dass mein Kampf so kurz war. Ich meine, all unsere Führer bis jetzt haben uns getäuscht. Sie haben uns ständig gesagt, dass es den Juden an Mut fehlte. Das ist total falsch. Willst du damit sagen, dass die Araber bis jetzt alle Kämpfe verloren haben, weil sie zu wenig Mut hatten? Nein. Jeder, der behauptet, dass die Araber keinen Mut hätten, ist für mich nichts weiter als ein dreckiges Tier. Brüssel am 7. Mai, 9 Uhr vormittags. Hotel Palace, Zimmer Nummer 609. Hat's geklappt mit dem Vogelkäfig? In 2 Stunden werden wir uns im Hotel sehen. Okay. Das überzeugt dich noch nicht so recht, Jasmina. Ehrlich gesagt, nein. Du verdächtigst am wenigsten Menschen, die sehr auffällig sind. Man findet meist die verdächtig, die unauffällig bleiben wollen. Wir sind ein Paar, das gerade geheiratet hat. Und ich habe dir einen Wellensittich geschenkt. Ist doch romantisch. Und nun gib mir den Vogel, bitte.
Wahrscheinlich werden sich alle um das kleine Vögelchen kümmern. Jeder wird sagen, wie süß es ist. Die Zollbeamten werden damit anfangen und dann weiter bis zum letzten Polizisten und den Passagieren. Ich glaube, dass du da tatsächlich recht hast. Wie gewöhnlich. Und Mokta? Mokta? Er trifft gerade, ja, jetzt in Wien ein. Flughafen Wien-Schwechat, 7. Mai, 10 Uhr vormittags. Pünktlich. Du. Wie sehe ich aus? Ziemlich albern. Weißt du, ich finde das Brüssel, 8. Mai, 9 Uhr vormittags. Holding tickets are required to check in at this time. Attention, s'il vous plaît. Sabena annonce le départ du vol 104 pour Tel Aviv via Vienne. Tous les passagers sont priés de se rendre à la porte numéro 9. Wien, 8. Mai, 11 Uhr vormittags. Vogelkäfig. Sie müssen ihn irgendwie verwechselt haben. Das Ende unserer Mission. Die Sache wird nicht gestoppt. Bedenk, unsere Freunde sind drin in der Maschine. Bist du da sicher? Ich habe mir gerade die Passagierlisten angesehen. Sie sind mitgekommen. Aber als erstes müssen wir Kontakt aufnehmen.
Anrufen des Hitlers. Entschuldigen Sie, könnte ich ein bisschen Wasser haben für meinen Vogel? Gerne, Frau Brenn. Danke sehr. Aber gern. Halten Sie sich ganz ruhig. Tun Sie genau, was ich Ihnen sage. Jeder bleibt da, wo er ist. Dann wird niemand was geschehen. Der schwarze September nimmt diese Maschine in seine Gewalt. Verbinden Sie mich mit dem Control Tower in Tel Aviv. Okay. Ich rufe Control Tower. Kommen, Lot. Lot Control Tower, over. Hier ist Sabena, Flug 104. Lot Control Tower. Bitte kommen. Sabena 104 bittet bevorrechtigte Landeerlaubnis und Verbindung mit der Flughafenleitung. Sabena, Flug 104, Wien. Er bitte sofort weitere Angaben, over. Hier ist der schwarze September. Wir sind jetzt im Besitz von Sabena 104. Planmäßige Landung in Lot um 16.20 Uhr. Nach der Landung übermittle ich Ihnen ein Ultimatum. Für den Augenblick befehle ich dem Flugkapitän zu bestätigen, dass wir jetzt die Maschine in der Gewalt haben. Hier spricht Captain Levy, Kommandant von Sabena Flug 104, Brüssel, Tel Aviv über Wien. Mitglieder einer palästinensischen Organisation haben die Gewalt über diese Maschine. Nach den Anordnungen meiner Gesellschaft habe ich Ihren Befehlen zu folgen. Ich werde landen um 16.25 Uhr. Angesichts der veränderten Situation lassen Sie mich meine Landeposition wissen. Over. Aus.
Ich habe mich mit der Leitung abgesprochen. Bring diese Nachricht ins Verteidigungsministerium als schriftliche Bestätigung. Geschaltet? Sir, wir haben das Büro des Flughafenleiters als Kommandozentrale. Wir haben eine Verbindung zwischen Ihrem Hauptquartier und dem Kontrolltower, sodass wir auch in direkten Funkkontakt gehen können mit der Maschine. Okay, führen Sie mich dahin. Aaron, bring den Oberst in den Kommandoraum. Danke sehr. Jetzt hören Sie zu! Schließen Sie alle Fenstervorhänge! Los! Schwarzer September ruft Lott. Hier spricht der Schwarze September. Ich rufe Lott. Kommen! Mein Name ist Tahar Asisambet, Kommandoführer des Schwarzen September. Ich habe die Gewalt über diese Maschine. Ich übermittle Ihnen jetzt ein Ultimatum, das Sie sich genau einprägen sollten. Von diesem Moment an verbiete ich Ihnen, meine Anweisungen zu diskutieren oder zu widersprechen. Die Befehle hier in Lord kommen ab jetzt nur noch von mir. Ich bin nicht autorisiert zu Verhandlungen. Ich dachte, die Juden wären eine so überaus intelligente Rasse. Also geben Sie mir nicht die Antwort eines blöden Hundes. In Ordnung. Was wollen Sie also? Sagen Sie's. Hören Sie gut zu. Im Austausch für das Leben der Passagiere hier an Bord verlange ich, dass 100 meiner Brüder, die sich in euren Gefängnissen befinden, freigelassen werden. Sie senden meine befreiten Brüder in Gruppen von jeweils 10 zur Vordertür der Maschine. Zur gleichen Zeit lasse ich 10 Passagiere zur Hintertür hinaus. Sie haben 2 Stunden Zeit zur Ausführung meiner Befehle. Ich bezweifle, dass wir das in 2 Stunden schaffen. Ich sagte 2 Stunden und nicht eine Minute mehr. Sind Sie bereit zum Aufschreiben der Liste von all unseren Brüdern? Bitte, ich schreibe mit. Ali Farim, Mustafa Ali, Mahmoud Ibn Zayd, Ibrahim Abdallah, Massoud Latif, Abdallah Akim. Ist alles vorbereitet? Der Bordfunk ist in direktem Kontakt mit dem Kontrolltower. Sie haben also unmittelbare Verbindung zur Maschine über den Kontrolltower. In Ordnung, das wäre alles. Oberst Kohn hier, Sir. Ist schon eine Entscheidung ergangen? Keine Ahnung. Kann wohl sein. Inzwischen hier meine Befehle. Tun Sie alles, was möglich ist, um Zeit rauszuschinden, bis wir eine Lösung gefunden haben. Höchste Alarmstufe. Sorgen Sie dafür, dass die Maschine nicht starten kann. In etwa 50 Minuten wird es dunkel sein. Lassen Sie von ein paar Leuten das Fahrwerk unbrauchbar machen. Und hören Sie zu. Organisieren Sie ein Einsatzkommando unserer besten Techniker mit Oberst Cole. Alle Offiziere bleiben in Alarmbereitschaft. Und ich fordere, dass diese Sache sicher beendet wird. Ach ja, ein ganz wesentlicher Punkt. Das Leben der Passagiere und der Besatzung geht vor, verstanden?
Um jeden Preis. Ja. Wir müssen so viel Zeit wie möglich gewinnen. Ja. Ich komme, sobald ich kann, nach London. Wir werden sehen. In Ordnung. Der Delegierte vom Internationalen Roten Kreuz ist eingetroffen. Bitten Sie ihn herein. Bitte kommen Sie. Guten Tag. Ich bin der Repräsentant des Internationalen Roten Kreuzes. Ich biete Ihnen meine Dienste an, um ein Blutvergießen zu verhindern. Willkommen. Bitte nehmen Sie Platz. Haben Sie schon Verbindung mit den Terroristen, die die Maschine gekapert haben? Ja. Haben schon irgendwelche Verhandlungen stattgefunden mit denen? Ja. Wenn es möglich wäre, könnten Sie mir erlauben, die Maschine zu betreten? Sehr gern. Wann immer Sie wollen. Könnte ich eventuell direkt telefonieren mit den Terroristen? Ja, natürlich. So schnell es möglich ist. In Ordnung. Meine erste Frage ist dies. Würden Sie mir kurz etwas über die Verhandlungen sagen, die bis jetzt stattfanden? Und sagen Sie mir, wie Sie das persönlich einschätzen. Um es korrekt zu sagen, Sie stellten uns ein Ultimatum. Konsequenterweise können wir nicht von Verhandlungen reden. Mein Standpunkt ist der: Wenn wir da sitzen und warten, werden wir wertvolle Zeit versäumen. Deshalb werden wir den Kontakt sofort aufnehmen. Auf die Weise, hoffe ich, können wir die Lage klären. Richtig. Ich bin sofort bereit zu gehen. Control Tower, verbinden Sie mich mit der Maschine. Roger. Also, sobald es läutet, sprechen Sie ins Mikrofon. Sie werden dann direkt mit der Maschine sprechen. Sprechen Sie. Ich bin dänischer Staatsangehöriger. Ich biete meine Dienste an, um zu helfen, Blutvergießen zu verhindern. Wird akzeptiert, aber es gibt nur wenig Möglichkeiten. Ich will, dass Ihnen klar ist, dass die Forderungen unseres vorhin übermittelten Ultimatums nicht Gegenstand irgendwelcher Kompromisse sein werden. Die Dienste des Roten Kreuzes haben nichts zu tun mit Politik. Wir beziehen unsere Aktivität allein auf menschliche und moralische Absichten. Ich verstehe nichts von dem, was Sie eben gesagt haben. Würden Sie es mir bitte in eine klare Sprache übersetzen? Gut. Also versuchen wir es so. Ich gedenke mich nicht in die Auseinandersetzung, die zwischen israelischen Autoritäten und Ihnen läuft, einzumischen. Das sind keine israelischen Autoritäten. Das sind nichts weiter als Juden. Ich hingegen vertrete den Schwarzen September. Wiederholen Sie, was Sie eben sagten, und berücksichtigen Sie gefälligst meine Korrekturen. Das ist ein Befehl. Ich gedenke mich nicht einzumischen in die Verhandlungspunkte zwischen dem Schwarzen September und den Juden. Fahren Sie fort. Alles, was ich will, ist, wenn das Abkommen also geschlossen ist, dafür zu sorgen, dass beide Seiten sicher sind, dass die Übereinkunft auch wirklich erfüllt wird, getreu den Bedingungen, von einem Gedanken dabei geleitet. Die Rettung von Menschenleben. Und nun, falls Sie die Bestätigung dafür brauchen, Ihre Pflicht getan zu haben, handeln Sie! Sie scheinen die Tragweite der Situation noch nicht ganz zu begreifen. Verstehen Sie nicht, wir befinden uns im Kriegszustand mit den Juden. Und die Juden sind dabei, Gründe für den Tod von 100 unschuldigen Opfern zu suchen. Kennen Sie irgendeinen Krieg, bei dem sich nicht Unschuldige unter den Opfern befanden? Thank you.
Bei der kleinsten Provokation lasst ihr es hochgehen. Es ist 22 Uhr. Laila, bring sie nach hinten. Jeder von Ihnen, der einen israelischen Pass besitzt, geht ans Ende der Maschine. Los, schneller! Los! Bewegen Sie sich! Hat irgendjemand noch was dazu zu fragen? Wir sollten nicht vor Gewalt zurückschrecken. Wir werden's.
Ich bin der Flughafenarzt. Da ist ein diabeteskranker Passagier bei Ihnen an Bord. Er braucht ganz dringend eine Insulininjektion. Ich möchte Sie bitten, eine Stewardess zu beauftragen, ihm sofort die Spritze zu geben. Einverstanden. Da wären einige Fragen, die ich den Patienten selbst fragen müsste, die allein nur er beantworten kann. Das ist unmöglich. Er kann sich nicht bewegen. Würden Sie vielleicht den Flugingenieur ein Verlängerungskabel legen lassen, damit man das Mikrofon zu dem Patienten bringen könnte? Einverstanden. Kommen, Control Tower. Der Patient hört zu. Wie alt sind Sie? 69 Jahre alt. Wann erhielten Sie denn Ihre letzte Injektion? Um 10 Uhr. Irgendwelche ungewöhnlichen Symptome? Schwere, eine trockene Kehle. Fühlen Sie sich schwindelig? Ja. Das ist es. Schwindelig. Wie ist Ihre Dosis Insulin? 90 Mill. Ich besorge jetzt Ihre Medizin. Ich muss den Patienten untersuchen. Nein. Sie haben hier eine ausgezeichnete Gelegenheit zu beweisen, dass Ihre Beweggründe nicht kriminell sind. Die Stewardess gibt die Injektion fachgerecht. Na schön, dann. Ich werde die Ampullen rüberbringen und lege sie vor die Maschine, okay? Nein, die Ampullen werden von einer Schwester gebracht. Sie hält sie sichtbar in der Hand und nimmt die Arme nach oben. In Ordnung. Du hast doch sonst immer einen sechsten Sinn für alles, was passiert. Wir sind in Gefahr. Gefahr? Da sind wir noch nicht rausgekommen, seit wir diese Maschine betreten haben. Sag mir lieber, was jetzt in deinem Kopf rumgeht.
Die Juden probieren uns zu überlisten, deshalb spielen sie auf Zeit. Plötzlich finden sie eine brauchbare Lösung, wie gehabt. Bitte halt ein Auge auf die Passagiere. Einer unserer Brüder auf der Liste. Scheint mir, er ist in einem anderen Lager, wo sie hart arbeiten. Hast du eine Ahnung? Du hast das Kommando. Die Verantwortung trägst du. Ich habe das Kommando. Also befehle ich dir, mir zu sagen, was du an meiner Stelle machtest. Ich würde die Freilassung von weiteren 200 Gefangenen verlangen. Den Preis raufzutreiben ist der beste Weg, ihnen zu zeigen, dass wir uns des Erfolges sicher sind. Ich denke, da hast du völlig recht. Aber ich werde ihnen auch eine Falle stellen dabei. Dann sehen wir ihre wahren Absichten. Control Tower, der Captain kommt zu Ihnen mit neuen Instruktionen. Der Sabena-Captain verlässt die Maschine. Ja, over. Der Sabena-Captain hat die Maschine verlassen. Ja, gerade eben. Tower. Der Captain verlässt gerade die Maschine. Soll sofort zu mir kommen. Ja, Sir. Sofort. Das wär's. Wenn Sie mir gestatten, da ist eine Frage in meinem Hirn, die ich Ihnen sofort stellen will. Würden Sie sagen, dass diese Leute fähig sind, ihre Drohung auszuführen? Eine sehr schwierige Frage. Nichtsdestoweniger zwingt mich meine berufliche Verantwortung, offen und ehrlich zu sagen, wir haben das Schlimmste zu befürchten. Dann frage ich Sie erneut. Sind die fähig, die Maschine zu sprengen mit den Passagieren an Bord? Ja oder nein? Also wir können es uns nicht leisten, diese Eventualität zu übersehen. In Ordnung. Was wollen Sie also? Sie wollen 200 Gefangene, statt der früheren 100. Was? Ein neues Ultimatum? Ohne Zweifel. Aber Sie sind hartnäckig. Und es ist ratsam, das in Rechnung zu stellen. Verstehe, was Sie meinen. Haben Sie eine Liste der 200 Inhaftierten? Nein. Um sie zu erhalten, sollen Sie sich mit einem Vertreter des Schwarzen September treffen. Sie finden ihn an einem Ort namens Ironcast, wenige Meilen von der libanesischen Grenze entfernt. Er hat eine Nachricht für Sie. Das heißt ja wohl die Grenze des Wahnsinns. Daraus wäre aber zu schließen, dass die Terroristen absolut sicher sind, dass sie die 100 Gefangenen bekommen. Sie haben es keine Sekunde bezweifelt. Die Araber bezweifeln nie etwas. Ich erwarte, dass Sie ihnen beibringen, wir können Ihrer Forderung nur nachkommen, wenn Sie uns mehr Zeit geben. Sie haben 3 Stunden. 3 Stunden? Es gibt keinen Zweifel. Wir verhandeln mit Kindern. Aber diese Kinder sind sehr erfahren in allen Arten von Erpressung und der Bedrohung des Lebens von 100 unschuldigen Passagieren. Herr Oberst, ich glaube, ich habe Sie begriffen. Sie haben also keineswegs die Absicht, die palästinensischen Gefangenen freizugeben. Habe ich recht? Nicht alle gleichzeitig. Die israelische Armee befindet sich in einem fortwährenden Kampf. Wir werden aufgefordert zur Freigabe von 100 verurteilten Terroristen, die überführt wurden, mehrere 100 israelische Opfer ermordet zu haben. Moralisch können wir dem nicht zustimmen. Das hieße, diese Opfer zu verraten, und darauf lief es ja hinaus. Diese Kriminellen sollen frei sein? Sie haben zu bezahlen für ihre Verbrechen. Konsequenterweise gilt daher unser wichtigstes Bemühen der absoluten Garantie für das Leben aller Passagiere und ihrer Crew. Das heißt, Sie starten keine Aktion, außer Sie finden eine Lösung, die 100%igen Erfolg garantiert. Das ist richtig. Und was, wenn Sie eine solche Lösung nicht finden? Dann werden wir nachgeben müssen. Sie sehen, der Kampf, der hier am Flughafen Lod geführt werden muss, ist nicht mehr begrenzt auf den israelisch-arabischen Konflikt. Dieser Kampf wird im Interesse aller zivilisierten Länder der Welt geführt. Also, dies ist die Information, die wir eben von dem Captain erhalten haben. Einer der männlichen Terroristen ist hier, das Cockpit im Visier. Die Tür wird ständig offen gehalten. Eine der Terroristinnen ist hier,
Ihre Aufgabe ist die Beobachtung der Passagiere, während das zweite Mädchen sich hin und her bewegt. Sie ist die erste Person, die ihr zu erledigen habt, weil sie in der Lage ist, bei der geringsten Provokation die Maschine hochgehen zu lassen. Und nun bereiten Sie das Einsatztraining vor. Jawohl, Sir. Die Männer sind bereit. Dann fangen wir schnell an. Wir haben nicht viel Zeit. Abteilung, kehrt! Das Öl wurde aus dem Landungssystem abgelassen. Die Terroristen werden die Klappe öffnen müssen, so dass dann die Mechaniker das überprüfen können. Klar? Das wird die Gelegenheit, dass ihr einsteigen könnt. Wahrscheinlich öffnen sie dabei die Hintertür. Die Terroristen werden euch in Schach halten mit ihren Revolvern, um sich gegen irgendwelche faulen Tricks abzusichern. Sie haben zwei Revolver, zwei Handgranaten und natürlich Dynamit. Irgendwas Neues? Nichts. Jetzt sind wir am kritischen Moment. Die letzten paar Sekunden vor Punkt Null. Hier ist unser Problem. Eine Maschine, geladen mit Dynamit und kontrolliert von Fanatikern. Wie soll man da eindringen? Eine Explosion verhindern. Die Terroristen überwältigen und entwaffnen. Und dazu Schutz der Passagiere. Am 9. Mai bei Sonnenaufgang. An der israelisch-libanesischen Grenze, eine Stunde später. Hier ist eine Botschaft.
Botschaft? Für wen? Für die drüben. Okay, Sie können gehen. Niemand wird Ihnen folgen. Hier ist die Botschaft. Wir werden es uns lieber vorher anhören. Jawohl. Was hältst du von der Botschaft? Schwer zu sagen. Und ich kann nicht alles einsehen. Wir sind am Ball. Und es scheint mir, wir sind in der besseren Position, die Lage realer zu beurteilen als unser Führer Alamin. Ich habe das Gefühl, dass die Juden nur deshalb diese Botschaft zu uns durchgelassen haben, weil sie wahrscheinlich hoffen, wir verschwinden auf dem gleichen Weg, den wir gekommen sind, ohne dass wir die Gefangenen mitnehmen. Ich finde, wir sollten hier mit unseren befreiten Brüdern auch gehen, selbst wenn sie uns nur 100 lassen. Und von mir aus seien es auch nur 50. Wir sollten sogar zufrieden sein mit 10, selbst wenn diese 10 nicht die prominentesten unserer Brüder wären. Ich glaube, die Juden werden gezwungen sein, nachzugeben. Und sogar dann wird das ein großer Sieg für uns sein. Das ist meine Meinung. Einverstanden. Aber du solltest eins nie vergessen. Kein Jude kommt näher als 500 Meter an die Maschine ran. Außer den zwei Mechanikern. Thank you.
mit dir? Ich denke, ich schaffe es nicht. Wovor hast du Angst? Vor mir selbst. Was bin ich denn? Eine Hure. Von allen missbraucht. Mein Körper. Meine Familie. Für jeden da. Ich dachte, ich... Also, um zusammenzufassen, was wir gerade entschieden haben. Sobald die Maschine die Abflugerlaubnis erhält, wird ein Spezialmechaniker die Maschine besteigen, um die nötigen letzten Check-ups zu machen. Wenn das beendet ist, wird die Hälfte der freigelassenen Terroristen an Bord gehen und die Hälfte der Passagiere verlässt die Maschine. Okay? Okay. Und dann wird der Rest der Terroristen an Bord gehen. Sobald sie drin sind, wird der letzte Passagier freigelassen. Danach bekommen Sie Starterlaubnis nach Kairo. Und sobald Sie dort landen, wird die Besatzung befreit. Sind Sie damit einverstanden? Einverstanden. Aber Sie vergessen hoffentlich eines nicht. Kein Jude nähert sich der Maschine mehr als 500 Meter. Außer den beiden Mechanikern. In Ordnung. Der Erfolg besteht im ersten Wort, das ihr den Terroristen sagt. Ich glaube, es ist klar, was ihr zu tun habt. Nicht wahr? Jawohl, Sir. Und ihr bedenkt auch, es geht alles blitzschnell. Ja. Also. Viel Glück. Wir werden es schaffen, Sir. Danke, Sir.
weißt? Ja. Dann wollen wir uns mal schlafen legen. The sky, the stormy sky, I watch up high, I watch up high and see the gray clouds floating by. The rain, the heavy rain, we have to wait, we have to wait until the sky is clear again. Oh why can't we fly, just you and I? Just you and I, up in the sky. Just you and I, in peace and quiet as before. Oh when, just tell me when. The stormy sky will calm again. The stormy sky will calm again. Below here, down below, I feel the wind, feel the wind. I hear the thunder. We'll see the sky all blue and clear again. Oh why can't we fly? Just you and I, up in the sky. Just you and I, in peace and quiet as before. Oh when, just tell me when. The stormy sky will come again. The stormy sky will come again. Oh why can't we fly? Just you and I, I'm in the sky. Just you and I, in peace and quiet as before. Oh when, just tell me when. The stormy sky will come again. The stormy sky will come again. The stormy sky, I watch up high, and see the gray clouds.